Happy Halloween nachträglich sozusagen und damit willkommen hier zu einem neuen Loot Raider Unboxing und zwar in der Horror Edition und die Box sieht schon mal saumäßig geil aus. Wir haben sie aus der Packverpackung. Ja. Wir haben die frisch aus der Post bekommen. Wir können sie euch mal so zeigen. Genau, die ist gerade angekommen und also sehr, sehr schön gestaltet auf jeden Fall. Mal ein ganz neues Design und wirklich horrormäßig und du hast es jetzt falsch schon gemacht und da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, denn Achtung, menschliche Körperteile bitte nicht werfen. Also Maxman. Die sind auch von mir, also... Ja, das stimmt. Ach, die Körperteile. Das, ist nämlich so ein Organ-Kit. Wir können ja gleich mal reingucken, was das so für leckere Organe drin sind. Mm. Und da ist alles von Maxman drin, außer der Kopf. Außer den haben wir dann so hingestellt. Genau, der Kopf, der sitzt hinten so in der Regie. Genau. Ja, auch hier mit dem Öffnen. Das war ja in der letzten Box, dass man es so öffnet, jetzt so, ne? Also schon okay. Wieder eine kleine Neuerung. Ich würde sagen, ne? Brauchst du heute mal kein Skalpell? Nee, weil wir haben sie schon aus der Pack... Diese Umverpackung. Ich mag den Skalpell. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Vielleicht ne? Den ja noch, genau. Okay, gut, ich mach auf, ne? Okay. Und... Sie ist leer. Auch von innen drin. Richtig krass, was steht hier? Kannst du mir mal bitte die Legria geben? Ja. So, was haben wir jetzt hier? Dokumentieren, teile deine Erfahrungen der Looter-Community, dann teile, nicht vergessen zu Kamera greifen und Unboxing erstellen, machen wir ja gerade, und genießen viel Spaß mit deiner errungenen Beute. Ja. Das werden wir haben, ne? Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen wieder mit reingreifen und so, ne? Und ich habe schon mal eine Wette gewonnen. Und ja, zwar, wir haben vorher Wetten abgeschlossen, und zwar, na klar... Es ist was von The Walking Dead mit dabei. The Walking Dead, der wandelnde Tod, ihr wisst Bescheid. Also Maxman jeden Morgen. Und ich mach's jetzt auch einfach mal auf. Ich brauch dafür leider kein Skalpell. Nein, ich brauch es nicht. Schade, ich mag den Skalpell. So. Sie schneide gerne Sachen auf. Ja, aber richtig. So, gucken mal. Auf jeden Fall eine... ja, wie so eine Figur. Davon habe ich ja schon die Chucky-Figur. Und jetzt noch eine The Walking Dead-Figur. Okay. Ja, auf jeden Fall finde ich dich allzu gut getroffen, aber trotzdem mega cool. Mega cool, ne? The Walking Dead. Stellen wir hier so hin. Hoffentlich sieht man das. Regie, sieht man das? Nee, jetzt. Schauen wir mal, was da noch kommt. Gönn dir. Ich nehme mal das von... Was ist das? Ich nehme mal hier. Ja, nimm das. Ist das okay. Duftbaum? Einfach Duftbäume so nah drin. Ich zeig das mal in diese Kamera, dann zeige ich das in diese Kamera. Damit ich schön viel zum Schneiden habe. Danke. In diese Kamera. Okay, nein, das sind so Aufkleber. Reiß einfach auf. Ja. So, was sind hier alles für... Oh Gott, sind das viele... Oh my goodness. Ach du Scheiße. Das sind ich würde sagen, die legen wir einfach nachher mal so hin und dann fühlen wir einfach mal kurz drüber. Dann seht ihr dann jetzt, was das ist. Alter, das sind bestimmt 15 Millionen Stück. Und dann schauen wir weiter. Nimm mal das T-Shirt, ne? Nimm mal das T-Shirt, genau. Und zwar... Episch. Ich kann jetzt gar nicht lesen, weil Walking ich meine Brille... Walking Dead in der Disney-Schrift. Achso. Zombie Apocalypse. Geil. So. Das soll eigentlich Akupalütze heißen, aber ich kann es gar nicht lesen, weil ich habe meine Brille nicht mit. Also. Das ist sau krass in diesem Design. Einfach mal... Das ist wirklich cool. Alle denken, das wäre Disney. Nein, es ist The Walking Dead. Jo, das ist cool. Passt dir das T-Shirt denn diesmal? Warte, es ist eine M, genauso wie ich es mir bestellt habe. Das ist aber gut. Reicht. Nice, nice. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das und ist krass. So, gönn dir. Was gibt's hier sonst noch so? Ich würde sagen, das hier machen wir mal zum Schluss. Denn ist hier das? Noch, das ist so ein... Ich nehme mal... Das ist hier, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Ich zeig's mal an die Primärkamera, aber ich zeig's mal lieber in die Legria. Kann man das sehen? Das ist so ein Anstecker. Das ist so ein Anstecker, so ein Badge ist das. Also auf Englisch heißen die Dinger Badges, ne? Den man sich so an die Weste, an den Rucksack, whatever machen kann. Deutschland PIN oder krass sein? Ja, PIN. PIN. Genau, ich kann von, das irgendwie nur. Von Resident Evil. Guck jetzt mal hier noch weiter, was es jetzt hier so gibt. Einen Loot Raider Aufkleber, wieder mal. Auf jeden Fall hier ist noch ein Kugelschreiber in Form einer Spritze mit Blut gefüllt. Das ist richtig cool gemacht. Kannst du mir mal kurz die Kamera geben? Sonic Box muss der Adrenalin spritzen. Adrenalin. Das ist extrem cool gemacht, wirklich mit der 5 Milliliter Spritze. Und das ist sau krass, dass man hinten so drauf drückt und dann kommt die Nadel raus. Richtig cool, ja. Gönn dir, nimm raus. Yeah. What is this, man? Das ist ein Reinigungsset.
Wer kennt es nicht, das lästige Saubermachen nach einem entspannten Blutbad? Abhilfe schafft hier unser Reinigungsset von N-Tech. Selbstverständlich auch für Elektrogeräte geeignet. Ja. Tja, ich habe meine patentierten Hardware-Saubermachtücher. Ich benötige sowas nicht. Aber kannst du mir das Skalpell mal bitte geben? Ja, natürlich. Ja, bestimmt. Da hat einer viel zu viel Walking Dead gespielt. Scheiße. Stich, Stich. Warte mal, wenigstens mal hier so drauf. Gelernt. Markus! Warum war ich nochmal hier? Weil du dafür Geld kriegst. Echt mal. So. Achtung, bitte treten Sie zurück, treten Sie zurück. Es könnte gefährlich werden. Was ist das schon? Nein, es könnte noch gefährlicher werden. So, nicht, dass ich das... Ja, leck mich doch langsam hier am Arsch. Ah, ich hab's auf. Er hat's auf. So. Ja, kleines Reinigungsspray mit einem Mikrofasertuch. Ist das wenigstens wirklich ein Mikro? Ja, das ist echt ein Mikro. Cool, okay, nice. Basti kann das spüren. Ja, genau. Ja, das war auch schon der Loot wieder mal für diesen Monat. Und hier haben wir natürlich wieder die ganze Karte, was wirklich drin war. Ja, genau, das war's dann wirklich jetzt mit der Loot Raider Box. Coole Sachen mit dabei und es war irgendwie ja wirklich schon klar, dass The Walking Dead hier einen Hauptbestandteil mit einnehmen wird. Es waren dieses Mal nicht viele Sachen, muss man wirklich sagen. Es war ein Kugelschreiber, das Reinigungsset, die Figur. Die ganzen mega vielen Sticker. Und dann halt das T-Shirt. Und der Pin. Trotzdem sau coole Sachen. Und ja, wenn ihr euch auch denkt, Mensch, so eine Loot Raider Box ist auch ganz cool, möchte ich auch haben, ne? Findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, da könnt ihr raufklicken und dann findet ihr dort auch die Seite von lootraider.de. Genau, das war dann eigentlich wirklich das Unboxing. Ging eindeutig schneller als das letzte Mal. Ja, das stimmt. Es war heute ein bisschen weniger drin, aber heißt ja nicht, dass es heute ein bisschen schlechter war als letztes Mal. Ich glaube, also, es war sogar geiler. Würde ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist ja auch, denke ich mal, immer Ansicht. Und ja, wir hoffen einfach mal wirklich, dass euch dieses Unboxing gefallen hat. Ja. Wenn ja, würden wir uns natürlich über eine Bewertung freuen und ich bin saumäßig gespannt, was jetzt dann in der nächsten Box drin sein wird. Und ja, die anderen Boxen, Unboxings, findet ihr nochmal auf der Seite verlinkt. Unter mir den Abonnier-Button auf der Seite über mir. Und der Seite über dir. Unsere Social-Media-Sachen wie Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram und in der Videobeschreibung Loot Raider und natürlich auch Rest Companies verlinkt. Wer hätte es gedacht? Wir sehen uns einfach im nächsten Video oder besser gesagt im nächsten Loot Raider. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gleich ein paar Zombies schnetzeln. Ja, auf jeden Fall. Ja, bis dahin. Und ciao.